Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge hier zur Hayate. Hier habe ich nämlich das erste Mal für mich persönlich, seitdem ich Contributor bin, hier in meinem Hafen stehen und will euch mal meine Eindrücke zu dem Schiff ja so ein bisschen schildern. Das Schiff ist ja schon ein bisschen länger in der Entwicklung. Ich glaube, die letzten Versuche mit dem Schiff waren im Juni und August und September und so. Danach gab es die ganze Zeit nicht. Dann kam Weihnachten, da wurde dann festgelegt von der Community, weil wir abstimmen dürften, welcher Ressource oder für welche Ressource dieses Schiff ins Spiel kommen wird. Es wurden Free XP festgelegt. Jetzt haben wir Update 092. Wir haben ein T10-Schiff, nämlich die Smallline, gerade erst ins Spiel bekommen. Auch ein Zerstörer, der für 2 Millionen Free XP ins Spiel gekommen ist. Die Inflation nimmt quasi zu. Man muss ein bisschen mehr berappen. Und ja, ich würde mich wundern, wenn dieses Schiff plötzlich für weniger Free XP ins Spiel kommen wird als die Smallline. Und ich möchte euch mit dem Video hier schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben, was ihr von dem Schiff aktuell erwarten könnt. Optisch sage ich eigentlich fast in jedem Video, aber die World of Warships Schiffe sind meistens alle ziemlich geil gerendert und ziemlich geil programmiert, sozusagen von der Optik her. Und man sieht es hier auch gleich, die Turmanordnung sieht aus wie bei einer Shimakaze. Wir haben hinten zwei Türme, wir haben vorne einen Turm und in der Mitte Torpedowerfer. Ja, die ganz blickige Zuschauer haben jetzt schon erkannt, dass wir hier nur zwei Torpedowerfer haben und eben keine drei wie bei einer Shimakaze. Ja, genau das ist eben die Grundcharakteristik des Schiffes. Und da wollen wir jetzt so mal ein bisschen drauf eingehen. Nachdem wir uns hier das optische Modell so ein bisschen angeguckt haben, schauen wir uns einmal ganz kurz noch die Panzerung an, bevor ich euch ins Gefecht schicke. Wir haben hier überall 19 mm und oben die Aufbauten eben mit 13 mm versehen. Also überhaupt nichts Überraschendes in der Panzerung dabei. So wenig überraschend wie die Panzerung ist, war dann doch der Fahrspaß mit der Hayate. Und wir haben euch hier jetzt ein Gefecht rausgesucht auf Crash Zone Alpha. Ich bin da in der Division mit meinem Bruder unterwegs, der seit einiger Zeit mal wieder World of Warships angefangen hat, beziehungsweise mal wieder spielt und hier in einer Minute Tower unterwegs ist. Ich bewege mich hier in Richtung Cap D und wir haben hier ein reines T10-Gefecht mit jeweils zwei DDs auf jeder Seite und kein Flugzeugträger dabei. Ganz kurz zu den technischen Daten, ich will das mal so ein bisschen mit euch durchgehen, damit ihr so ungefähr wisst, woran ihr seid bei der Hayate. In der aktuellen Version, die wir hier testen, wir haben 20.800 Trefferpunkte, genau in der Mitte zwischen Harugumo eben und Shimakaze. Das soll ja bei der Hayate auch so sein, so eine Art Zwitter zwischen diesen beiden Schiffsversionen. Wir haben einen Torpedowerfer weniger, haben aber die gleichen Guns wie bei der Shimakaze mit den gleichen Eigenschaften, nur dass wir eben schneller nachladen können und die Türme schneller drehen können. Das soll das so ein bisschen ausgleichen, habe ich dieses Gefühl. Ja, viel mehr kann man dazu schon gar nicht mehr sagen. Das ist so, ja, am Ende sind die Türme hier mit 3,6 Sekunden angegeben. Das ist schon einmal verbessert. Standardmäßig hat man hier 4 Sekunden und wir haben eine Turmdrehzeit von 10 Sekunden. Das ist sportlich, gerade auch in der Beziehung gesehen, dass ja hier der hohe Alpha-Schaden von 2150 Trefferpunkten sozusagen in der Granate dabei ist. Und das ist ja der höchste Alpha-Damage von Zerstörergranaten auf der Stufe. Ne? Das hat die Shimakaze auch, aber eben die Harugumo hat deutlich weniger. Wenn wir das im Verhältnis sehen, hat die Harugumo eben nur 1200, dafür aber deutlich mehr Mumpeln und glaube auch schneller die Mumpeln in der Luft. Ich glaube, da ist die Standardladezeit 3 Sekunden und das können wir dann da auch wieder runterskillen. Also, geh. Nehmen wir einfach mal so mit. Brandwahrscheinlichkeit 10%. Bei der AP sind wir nicht ganz so weit vorne mit dabei. Da sind natürlich die Deutschen das beste Schiff hier. Wir haben hier nur 2200. Die Deutschen sind da, glaube ich, bei über 3000. Ne? Also das ist dann der Schadenswert. Reichweite 11,6 Kilometer. Das ist 400 Meter weniger als eben die Torpedowerfer, die sie hier von der Shimakaze geklaut haben. Das ist nämlich ein Typ 93 Mod 3 Torpedowerfer, beziehungsweise zwei Stück davon. Und ja, das heißt, wir haben 5 Torpedos dabei. Die Reichweite beträgt 12 Kilometer. Das hat die Gearing jetzt gerade zu spüren bekommen. Denn die Torpedos sind nicht nur von der Typbezeichnung her gleich, sondern auch der Alpha-Damage ist der gleiche. 23.767 steht hier zu Buche. Ich habe das hier runtergeskillt, ich habe diesen DD auf Torpedo geskillt und die Guns nehme ich als nettes Beiwerk, um mich dann auch gegen ein paar Gun-DDs wehren zu können, vernünftig wehren zu können, wie ich persönlich finde, eben mit, aber sonst fahre ich die Hayate doch eher Torpedo-lastig, muss ich ganz ehrlich sagen.
dafür ist sie eigentlich fast schon zu weit erkennbar, ja, weil wenn man torpedolastig fährt, dann kann man auch die Shimakaze nehmen und wenn man gunmäßig fahren will, kann man auch die Harugumo nehmen. Das ist so, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem DD haltet, ob der für euch was ist. Wir wissen ja jetzt, dass der für Free XP kommen wird. Ja, also muss man dann einfach mal schauen. Würde mir eure Meinung einfach mal interessieren. Für mich ist das so ein wirklich so ein Twitter-Ding und ich kann eigentlich gar nicht sagen, ob das Ding jetzt richtig nützlich ist oder nicht, aber es hat mir erstaunlicherweise doch Spaß gemacht, dieses Schiff zu fahren. Gut, ja, 70 Knoten schnell sind die Torpedos, das ist immer noch vorderes Mittelfeld, würde ich sagen. Na, seitdem die europäischen DDs da sind, sind 70 Knoten ja irgendwie nichts mehr so Besonderes in dem Spiel. Das war früher mal anders, ja, da waren wir mit 70 Knoten ganz vorne mit dabei. Jetzt ist man inzwischen von der Geschwindigkeit her gesehen, ja, eben halt weiter hinten. Flugabwehrbewaffnung. Ja, Kurz-, Mittel- und Langstrecke denkt man jetzt erstmal, wow, oho, das macht ja richtig Laune. Ist aber näher nicht so. Zum Vergleich, die Smallern hat über 400 kontinuierlichen Schaden pro Sekunde. Unser Hayate hat 167. Und da ist eben schon die Schießgrundausbildung mit dabei. Ne? Die Schießgrundausbildung erhöht ja den kontinuierlichen Schaden der Flugabwehr auch noch um 10% mal so nebenbei. Ja, und das bedeutet, dass ihr quasi ein leichtes Opfer für Flugzeugträgerpiloten seid. Ihr solltet zusehen, dass ihr euer Nebel benutzt oder eben in der Nähe der eurer Truppe bleibt, dass die euch mit Flugabwehr ordentlich supporten kann. Reichweite 5,8 Kilometer ist eben, ja, ganz okay, rein von der Reichweite her gesehen, aber der Schaden ist eben doch verschwindend gering. 38,9 Knoten langsam ist die Hayate, das ist langsamer als die Shimakaze, weil die ja über 40 Knoten mit Ceramic erreichen kann, 57 Meter Wendekreis, auch da liegen wir in der Mitte und die Ruderstellzeit ist hier schon geskillt mit 3,7 Sekunden. Erkennbarkeit zu Wasser, was sollte uns das wundern? Auch da liegen wir in der Mitte, 6,1 Kilometer. Die Harugumo geht ja weiter auf, die Shimakaze ist glaube ich bei 5,6 Kilometer. Also ja, das ist das Maximum, was man rausholen kann aktuell in der Version, die wir hier testen dürfen. Ganz, ganz wichtig, ich weiß, das ist schon weiß groß eingeblendet, aber ich möchte euch trotz alledem nochmal sagen, auch wenn das Schiff wahrscheinlich nicht mehr lange braucht, bis es da ist, das hat World of Warships ja selber in ihren Streams gesagt, Work in Progress, ne? Alles, was wir hier besprechen, ist immer noch Work in Progress. Das soll euch eher die Charakteristik des Schiffes so ein bisschen darstellen. Die Werte sind halt immer noch leicht veränderlich. Gucken wir uns das Verbrauchsmaterial kurz an. Schadensbegrenzungsteam dabei, üblich für Zerstörer. 5 Sekunden aktiv, 38 Sekunden Cooldown. Und dann haben wir in Slot 2 den Nebelerzeuger. Dafür habe ich mich entschieden. Gerade weil auch man auch mal in ein Gun-Duell geht, wo man dann diese Nebelerzeuger auch mal nutzen kann, um ja die Sichtbarkeit zu resetten sozusagen. Man ist erkennbar, vielleicht schießen Kreuzer auf einen und so eine Sachen, nachdem das Duell durch ist und man das hoffentlich gewonnen hat. Das ist man durchaus zu in der Lage mit diesen starken Guns. Dann Nebelerzeuger rein, wenn man zu stark aufgeschaltet ist oder man lässt sich dann eben so zugehen. Alternativ dazu kann man hier den Torpedo-Nachladebeschleuniger einsetzen, der dann eben dafür sorgt, dass ihr bis zu 20 Torpedos kurz nacheinander im Wasser haben könnt. Zusätzlich zu der Geschwindigkeit von gut 39 Knoten kriegt ihr hier noch einen Motorboost geliefert. 8% ist hier die Höchstgeschwindigkeit. Verbesserung. Wie habe ich meine Hayate denn geskillt? Ich sagte eben schon, sie ist torpedolastig ausgerichtet hier. Hat für mich die größte Effizienz, weil ich eben von der Nachladezeit der Torpedowerfer sehr, sehr weit runterkomme, nämlich auf 117 Sekunden. Ich glaube, stockmäßig sind wir bei über 150 Sekunden, wenn ich sie nicht skillen würde. Ja, also von daher, da haben wir eine sehr, sehr gute Effizienz drin, da ich die Module einbaue und davon effektiv viel habe. Wir haben hier die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drin für die Hauptbatterie und eben Torpedowerfer, Ausfallschutz. Dann haben wir hier den Schutz für Manövrierbarkeit dabei. Dann haben wir in Slot 3 Torpedowerfermodifikation dabei. Da sind die Torpedos dann auch auf diese schneller und werden halt dann 70 Knoten schnell. Steuergetriebe-Modifikation 1, Tarnsystem-Modifikation 1 für die Erkennbarkeit und die Streuung der Gegnergranaten und in Slot 6 habe ich hier die Torpedowerfer-Modifikation 2 dabei. Hier könnte man noch die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 einbauen. Das würde die Nachladezeit ja ganz auf 3,2 Sekunden drücken und die Turmdrehdauer auf 11,5 Sekunden erhöhen von 10. Ne? Kann man also selber entscheiden. Wenn man die eher gunlastig fahren will, dann baut man hier auf jeden Fall die 3er-Version ein, anstatt die Torpedowerfer-Modifikation. Ich persönlich komme mit den Torpedowerfern aber allgemein besser klar.
Signale ist natürlich alles Wichtige dabei. Die beiden Brandflaggen sind dabei, die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit erhöht hier. Juliet Whiskey Una One ist dabei, Sierra Mike, dann die Tausendsasser-Flagge, November Foxtrot und die Antideto-Flagge. Die habe ich hier in meinen Gefechten gefahren. Dann kommen wir noch ganz kurz zum Kapitän. Präventive Maßnahmen, ganz klar, ich muss zusehen, dass mein DD möglichst wenig Ausfälle hat. Dann mit letzter Anstrengung der typische DD-Skill. Adrenalinrausch, damit wir die Nachladezeit der Guns und der Torpedos noch weiter runterkriegen. In der dritten Reihe Torpedobewaffnungskompetenz, nochmal 10% auf die Torpedowerfer und die Schießgrundausbildung, um die Guns weiter runterzukriegen, nämlich auf diese 3,6 Sekunden. Und dann sind wir schon in der vierten, da habe ich mich für Tarnungsmeister und eben für die Funkortung entschieden, damit ich eben situationsbewusster arbeiten kann. Ja, und jetzt habe ich mich hier schon nebenbei durchs Gefecht gearbeitet. Wir hatten dann D doch relativ gut Druck machen können, dadurch, dass die Gearing gleich rausgegangen ist. Die Venezia hatte da den Torpedo mitgenommen. Die Minotaur wurde gut bearbeitet, ist gleich rausgesprengt worden. Der Montana habe ich den Rest gegeben in der nächsten Torpedowerfersalve. Und jetzt pirschen wir uns hier so ein bisschen ran an die Schlachtschiffe, die da unten so schön aufgereiht wie im Konvoi unterwegs sind. Gucken hier noch, dass wir unseren Verbündeten hier noch so das ein oder andere Schiff mit aufklären, zum Beispiel die Salem da an der Seite und so. Ja, und das ist jetzt hier wirklich eine kleine intensive Vorbereitung. Ich habe mich direkt gleich für die Yamato entschieden, die da so rumfährt. Die hat natürlich den höchsten Torpedoschutz im Spiel, ja, darf man nicht vergessen, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, das Gefecht. War jetzt nicht sonderlich herausfordernd, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich von der Hayate so für euch habe. Ja, ist extra ein kurzes Video, weil es eben hier schon die zweite oder dritte Version der Hayate ist. Und mir gedacht habe, ich möchte euch trotzdem mal meine Eindrücke hier so ein bisschen zeigen, was die Hayate zur Zeit zu leisten imstande ist. Und ihr euch jetzt schon mal überlegen könnt, ob ihr euch die 2 Millionen Free XP, für die Hayate sicherlich kommen wird, zur Seite legen wollt. Ne? Ist halt auch ein bisschen anders. Die Torpedos sind halt langsamer, dafür machen sie mehr Schaden. Ist quasi noch so ein bisschen Kontrastprogramm zur Smallern und dafür haben wir eben weniger Flak und einen Ticken längere Nachladezeit. Ja? Da sieht man jetzt richtig schön diesen Fächer. Das ist wirklich Lehrbuch-tauglich. Ne? Na gut, also ich entlasse euch aus dem Gefecht und genießt hier nochmal die Versenkung der Yamato. Und ja, ich danke für eure Zeit. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Secrets-Team, euer Andy.